Basiskurs Optionsstrategie. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um die 3 Top-Alternativen für Dow. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, vor noch etwa einem halben Jahr haben wir sehr oft hier über Dow gesprochen. Und in letzter Zeit bekomme ich auch sehr viele E-Mails, entweder von Coaching-Teilnehmern oder von Teilnehmern, die mitgemacht haben beim Webinar Optionshandel für kleine Konten. Und immer wieder haben wir Dow, diese Website, vorgestellt für die Berechnung des sogenannten Implied Volatility Ranks, also der IVR. Jetzt erstmal für alle, die neu sind, was ist denn überhaupt Dow? Dow, das ist eine Website, die von den Machern von Tastytrade vor etwa, ich glaube, reichlich anderthalb Jahren an den Start gebracht worden ist, vielleicht sogar schon ein bisschen länger her. Und das ist eine kostenfreie Webseite. Ich zeige euch mal hier ein Bild davon, dass ihr, hier könnt ihr das sehen. Und für was wir Dow hauptsächlich nutzen, ist, um hier nach Aktienkandidaten zu suchen, die eine bestimmte, zum Beispiel eine bestimmte IVR aufweisen. Ne? Also du kannst bei Dow hingehen, kannst sagen, okay, zeig mir doch mal alle Aktien an, die momentan eine IVR zwischen 30 und 100 haben oder über 40 haben oder sowas. So, ganz, ganz tolle Sache, aber, jetzt kommt das große Aber, schaut euch mal an, was ihr jetzt hier seht in diesem Bild. So sieht es nämlich seit Januar aus. Das heißt, seit Januar kann man, wenn man sich neu auf dieser Webseite registrieren möchte, sich nicht mehr auf dieser Webseite registrieren. Und der Grund ist ganz einfach. Ihr wisst das ja vielleicht schon, dass die Macher von Tasty Trades, die haben ihren eigenen Broker an die oder quasi auf die Bühne gebracht, Tasty Works. Bislang allerdings nur für Amerikaner zugänglich. Das heißt also, wenn wir Deutsche beispielsweise, können uns dort noch nicht anmelden. Und deswegen kann man sich auch noch nicht als Neuinteressent für Dow anmelden. Ne? Weil Dow gehört halt mit in dieses Firmenkonglomerat herein. Und wer, wie ich, jetzt eine Anmeldung hat, schon vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr, der kann das noch nutzen. Alle, die jetzt neu sind, naja, die schauen so ein bisschen aus der Röhre. Und deswegen will ich euch heute mal 3 Alternativen zeigen, wie ihr trotzdem euch oder wie ihr trotzdem IVRs findet. Die erste Alternative, und über die haben wir erst vor kurzem hier auf dem Kanal gesprochen, ist Option Alpha, und zwar die Watchlist von Option Alpha. Ihr wisst, diese Watchlist, ich mache euch das Video hier auch nochmal mit rein, die könnt ihr abonnieren, kostet glaube ich 39 Dollar einmalig, also wirklich ein überschaubares Investment. Und ihr habt jetzt hier 150 Aktien und ETFs, amerikanische, wo ihr eben auch seht, wie ist die jeweilige IVR. So, das ist also erstmal ein großer Vorteil, ihr müsst nicht selber ausrechnen. Ihr habt gängige Werte, also die auch liquide sind, aber es ist eben begrenzt auf 150. Und wenn ihr eben jetzt einen speziellen Wert habt, der jetzt nicht in dieser Liste ist, naja, dann findet ihr den halt nicht. Ne? Dann könnt ihr also den mit diesem Hilfsmittel nicht nutzen, aber es ist trotzdem eine ganz gangbare Variante, die ihr hier nutzen könnt. Die zweite Alternative, die ihr nutzen könnt, das kennen vielleicht diejenigen, die schon sehr lange hier mit uns zusammen sind, nämlich das ist bei eVolatility. eVolatility, ich mache euch mal hier auch ein Bild dazu, das ist ein Ausschnitt aus der Webseite, und auf dieser Webseite könnt ihr ja auch, wenn ihr das sogenannte, wenn ihr das Abo macht, und zwar Advanced Options, da hört ihr schon, Abo, 14,90 Dollar im Monat, dann könnt ihr euch wirklich jeden einzelnen Wert aus den USA anzeigen lassen, das heißt jede Aktie, jeden ETF, und ihr müsst euch dann aber per Hand die IVR ausrechnen. Nachteil also, ihr müsst alles händisch machen. Vorteil, ihr findet jeden einzelnen Wert. Nachteil, ihr könnt keinen Screener verwenden. Ne? Also ihr könnt es nicht sagen, zeig mir mal alle mit einer bestimmten IVR ab einer bestimmten Größe. Sondern ihr könnt eben jetzt nur sagen, ich habe hier ein Kaufsignal für die Aktie, will einen Put verkaufen. Wie ist denn da die IVR? Und das könnt ihr euch dort wirklich ganz exakt ausrechnen. Das ist also ein großer Vorteil, wenn ihr E-Volatility nehmt, und dass ihr eben zum Beispiel auch schauen könnt, sind das liquide Optionen, sind die nicht so liquide, an welchen Strikes gibt es oben Interest und so weiter. Ist aber auf jeden Fall eine Alternative, wenn man jetzt gar nichts anderes hat.
Und die dritte Variante, und die habt ihr eigentlich alle zur Verfügung, das ist, wenn ihr die Chartbilder der TWS nehmt. Ne? Die TWS, die Trader Workstation, die ihr ja in der Regel über euren Broker eh schon habt, da könnt ihr euch ja für jeden einzelnen Wert, könnt ihr euch ja Charts anzeigen lassen. Und ihr wisst, dass ihr über Chartparameter in der TWS könnt ihr auch die Options, das heißt so schön, optionsbasierte Volatilität oder optionsimplizierte Volatilität, so ähnlich heißt das, ne? Könnt ihr euch da anzeigen lassen. Ihr seht das hier mal in diesem Bild, das ist Apple. Und da seht ihr unten den Verlauf von der Volatilität. Und das heißt, hier könnt ihr könnt euch natürlich da auch ausrechnen. Ihr geht einfach auf den höchsten Punkt der Vola, auf den niedrigsten und dann könnt ihr mit dem aktuellen Wert über die IVR-Formel euch das Ganze ausrechnen. Ja? Wer jetzt überlegt, Mensch, die IVR-Formel gebt einfach hier mal ein in den Kanal IVR oder Implied Volatility Rank, da findet ihr einige Videos zu diesem Thema, wo auch die Formel dann nochmal erklärt wird. Und was man aber eben hier machen kann, und deswegen finde ich es jetzt ganz gut in der TWS, deswegen nutze ich es zum Beispiel auch, wenn man mal ganz schnell das so ungefähr abschätzen will. Ne? Also wenn ihr euch den Chart in der Standardeinstellung wählt, also Tagescharts, dann die Volatilität dazu, dann wird er immer genau auf ein Jahr eingestellt und dann seht ihr eigentlich sehr, sehr schön, wo ist denn die Vola gerade? Ist die gerade im oberen Bereich, im unteren Bereich? Das heißt, ihr könnt ganz grob abschätzen, ist die Vola gerade hoch oder niedrig? Und deswegen ist das auch eine ganz vernünftige Variante. Großer Vorteil natürlich hier, ihr müsst nichts extra bezahlen, jetzt im Gegensatz zu Option Alpha oder zu E-Volatility, weil die TWS habt ihr eh. Nachteil auch hier wieder, ihr müsst es händisch machen und ihr könnt eben nicht screenen. Ne? So, aber wir haben nun mal, oder viele, die von euch neu sind, die können nun mal Dow nicht mehr nutzen, zumindest momentan. Ich bin relativ sicher, dass das über kurz oder lang wieder gehen wird. Wir werden sehen, aber mal angenommen, es würde nicht mehr gehen, dann müssen wir ja Alternativen finden. Und das sind eben die wirklich einfachen Alternativen, die man eben hier hätte, also Option Alpha, E-Volatility oder eben die TWS. Da könnt ihr das noch heraussuchen. Es gibt noch ein paar mehr. Ne? Ihr könntet auch sowas wie OptionView nehmen, so eine Software, aber da können wir vielleicht ein andermal darüber sprechen. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn macht. Wie nutzt ihr denn die Volatilität? Ne? Also schaut euch das in der TWS an, nehmt ihr vielleicht eine andere Software. Der eine oder andere wird sicherlich schreiben, Sync or Swim, aber da wissen wir auch wer neu ist, kriegt auch da kein Margin-Konto mehr. Ne? Das gab es alles nur früher. Aber es gibt halt ein paar Alternativen. Schreibt mir mal eure rein. Was macht ihr denn? Nutzt ihr das überhaupt mit der IVR oder sagt ihr, ja, mei, wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es halt nicht. Ne? Das wäre ja auch eine Variante. Also, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, ne, schreibt mir das Ganze hier in die Kommentare rein. Ich nehme das alles in meine Ideenliste auf und über kurz oder lang kommt dann auch dein Thema, was für dich interessant ist, kommt dann hier dran. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.